Moin Leute, willkommen, Folge 24. Ich habe jetzt relativ kurz, nachdem ich Folge 23 beendet habe, habe ich hier in der Nähe von dieser Geisterprüfung noch diese Schwabbelwabe hier gesehen. Und da kommt dann noch eine kleine Bernsteindrohne oder ja, Glühwürmchen raus. Und dieses Glühwürmchen, das wird uns höchstwahrscheinlich, das vermute ich, ich habe es noch nicht getestet, wie ihr seht, aber das wird uns wohl zum Stammbaum führen. Und das ist doch eine hervorragende Nachricht, oder? Jetzt nur mal schauen, wie der Weg dahin geht, dass wir jetzt hier nicht irgendwie sterben oder so. Aber wir gleiten hier ganz entspannt mit ihm durch. Es scheint keine Gegner zu kommen. Und da ist er. Yes, Baby. Und jetzt gib uns bitte irgendwas, womit wir Licht machen können. Komm schon. Das können wir jetzt richtig gut gebrauchen. Enttäusch uns jetzt nicht hier. Blitz! Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Halte LT gedrückt, um sie zuzuweisen. Erzeuge eine Lichtaura, die Gegnern Schaden zufügt. Verbraucht Energie. Jawollo. Wo ist sie denn hier? Blitz. Wie sieht das denn aus, Blitz? Halte LT gedrückt und lege Blitz an, um die Dunkelheit zu erhellen. Ah, es bleibt so lange an, bis ich nochmal B drücke. Das ist geil. Das ist geil. Das gefällt mir richtig gut. Und ihr habt ja gerade ungefähr gesehen, dieser Weg hat circa eine Energiezelle gekostet. Das heißt, wir können jetzt hier mit dem Blitz... Können wir hier runter? Ja. Müssen wir jetzt hier rausfinden. Wir sind natürlich sehr darauf angewiesen, Energie zu haben. Dann um hier weiterzukommen, ne? Das hat uns jetzt zum Beispiel 2 Energiezellen gekostet. Okay. Wir könnten jetzt theoretisch mit der Blitzfähigkeit uns 2 Energiezellen holen. Und dann müssten wir müssen von dieser Seite hier da rein, ne? Da oben und da waren zu, ich erinnere mich. Um das Irrlicht zu kriegen, müssen wir von der anderen Seite da rein. Das heißt, wir gehen hier runter. Oh, den Kristall nehmen wir uns natürlich mit. Energie ist jetzt extrem wichtig. Was wir natürlich noch machen können... Haha, warte mal gerade, mit dem Shortcut hier. Wir können doch jetzt, wo wir die Blitzfähigkeit haben, können wir das doch hier mal freischalten. Jawohl. Stirb. Und was wir auch machen können, ist, wir können doch den Geistersplitter benutzen, immer wenn wir Nahkampfschaden verursachen. Dass wir dann weitere... Energie bekommen. Erhalte Energie, wenn du Nahkampfschaden verursachst. Ja. So. Jetzt sind wir nämlich an dieser Stelle, wo wir hin müssen. Deswegen gibt es ja auch einen großen Energiekristall. Jetzt haben wir das Rätsel doch gelöst, Freunde. Geil. Jetzt können wir hier so ganz entspannt, in Anführungszeichen, mit dem Blitz... entlang. Können wir mal gucken, wo wir hier so hin müssen. Hier gibt es auch wieder einen frischen Erfrischung da oben, damit wir auch ja immer weiter diesen Blitz nutzen können. Sehr geil. Da schon wieder eine Erfrischung. Immer her damit. So gibt es auch nochmal einen Energiekristall zurück. Dann gehen wir ja mit voller Energie hier wieder raus aus der Sektion. Ist ja mega geil. Wie kommen wir denn jetzt da hoch? Hier, ne? Hier müssen wir doch auch lang, oder? Obwohl, was? Da links können wir den Shortcut noch kurz freischalten, ne?
Hier oben wahrscheinlich. Oh, was ist das? Samen! Mysteriöser Samen. Du hast einen neuen Questgegenstand gefunden. Geil. Und dann können wir hier den Shortcut freischalten. Das ziehen wir uns nochmal kurz runter. Das ist geil, dass wir so viel Energie auch haben, ne? Dass wir uns im Vorfeld gut ausgerüstet haben. Und immer schön die Energiesachen eingesammelt haben. Kommt uns jetzt hier sehr zugute. Brauchen wir seine... Brauchen wir anscheinend seine Dinger hier? Nee, oder? Ich wollte schon sagen. Kommen wir doch auch so hier hoch. Ja. Da oben ist auch wieder ein Kristall, oder? Sehe ich das falsch? Her damit. Okay. Dann können wir doch jetzt mal gucken, was hier so abgeht. Es sind hier viele Spinnenweben. Ich ahne Böses, Leute. Oh wei, oh wei, oh wei. Okay. Da hinten scheint das Licht in Spinnenweben gefangen zu sein, oder? So finde ich, sieht es zumindest aus. Ach du Kacke. Oh wei, ihr seht es, ne? Im Hintergrund. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh no. Müssen wir fliehen oder kämpfen? Fliehen. Okay, wir müssen fliehen. Oder doch kämpfen? Wir müssen kämpfen. Okay. Jo, übertreibt man nicht. Was nehmen wir denn hier? Das brauchen wir jetzt nicht. Das brauchen wir auch nicht. Weniger Schaden ist immer gut. Dreifachsprung ist gut. Feind lassen in Energiezellen brauchen wir auch nicht. Wir gehen wieder auf den Bogen, denke ich mal, auf jeden Fall. Und wir spielen noch mit... Was spielen wir denn noch? Stoßangriff verursacht Schaden. Chance von 10% Bonusschaden zu verursachen. Schaden mit Geisterlicht. Ja. Und jetzt nehmen wir mal schön unseren Bogen hier. Boah, ach du Kacke, wo sind wir? Ist das heftig. Yo. Entschuldige mal. Also der Bogen ist so wichtig hier in diesen Bossen, weil ich weiß gar nicht, wo die Hitbox ist. Ich weiß nicht, ich frage mich, ob wir das auch mit dem... Ist das ein fieses Teil, ey. Wo sind wir? Okay. Ich glaube, wir können diese Zeitspanne mal kurz nutzen, um uns zu heilen. Was passiert jetzt? Sie ruft kleine Diener. Oh. Okay. Aber da gibt es auch Lebenszellen mit. Geil. Was ist das denn hier? Geil, wir können uns ja auch hier so wegschwingen. Sehr cool. Brauchen wir sogar. Für diesen komischen Spinnenleben. War das? Die Bosse auch immer Feuer können, ne? Haben sie vertrieben? Was passiert hier? Ist das ein Flucht jetzt oder was? Was ist das für eine Sequenz? Immerhin gibt es einen Zwischenspeicherpunkt. Da sterben wir auch, okay. Ist es doch eine Flucht? Ist es doch eine Flucht? Hier oben konnte man lang. Ach du Scheiße. Ist es doch eine Fluchtsequenz? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber wir haben es geschafft. Müssen wir jetzt in... Ah, jetzt ist das nächste Schlachtfeld hier, oder was? Geil. Man wechselt die Szenerie sozusagen. Was passiert jetzt? Feuer? Doppelfeuer?
Dreifachfeuer, ist klar. Können wir den abschießen? Ja, können wir. Ach so, kleine Babys sind auch noch hier, ja? Ist klar. Können wir den nicht anscheinend nicht abschießen, ne? Oh, ich sehe gerade, wir haben voll wenig Leben. Heilung, Ori, Heilung. Noch eine Heilung. Hier noch ein bisschen Energie abstauben. Oh no. Okay, hier können wir uns heilen. So, jetzt müssen wir vielleicht nochmal den Bogen wählen. Ich weiß nicht genau, wie man an sie... Damit können wir sie auf jeden Fall auch, glaube ich, attackieren, oder? Ja, hat geklappt. Ah, jetzt hat sie wieder Junge geholt. Mal ein bisschen Energie hier holen. Da weiß ich nicht, weil ich... Da doch, da kann man was gegen machen. Oh no. Jetzt wird's dunkel, oder was? Was passiert jetzt hier? Ja, wir sind gestorben, weil es dunkel wurde. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Es ist dunkel geworden. Das heißt, wir brauchen unsere Blitzfähigkeit hier gleich. Die legen wir mal auf Y. Das Zeitfenster können wir nutzen, um es zu heilen, wenn er die Kleinen ruft. Jetzt brauchen wir Licht. Jetzt haben wir sie aber auch gleich, oder? Komm schon, Bogen, enttäusch uns nicht. Wir brauchen mehr Schaden. Boah. Es wirkt, als hätten wir sie. Also, was wir in den letzten beiden Fights ohne den Bogen gemacht hätten, ne? Das wäre unnormal schwer geworden. Weil wir immer so voll nah hätten rangehen müssen an den Gegner. Sowohl an Quolok als auch jetzt hier an die Spinnenkönigin. Da hätten wir viel mehr Schaden auch bekommen und alles, ey. Boah, geiler Fight. Geiler Fight. Erst unten, dann gab es eine Fluchtsequenz, dann hat die Szenerie gewechselt, man musste oben fighten. Dann gab es noch, da musste man schnell Licht machen, um nicht zu sterben und alles. Also, boah, geil gemacht. Puh. Was passiert da jetzt? Die kleine Spinne? Und die Mama-Spinne, oder was? Ist die vielleicht eigentlich lieb gewesen und war nur vom Verfall? Danke, Geist. Ich wurde vom Verfall befreit, der meinen Verstand vernebelte. Ja, gern geschehen. Jetzt sind deine Augen auch, sehen ja auch sehr nett aus. Du lebst also noch. Okay. Wir haben also nur den Verfall von dir runtergenommen. Nun kann die Dunkelheit weichen, die über diesen Tiefen lag. Wir alle brauchen das Licht als Ausgleich, selbst wer unter Tage lebt. Ja. Für die meisten Lebewesen ist Licht sehr wichtig.
Wenn es entzweit bleibt, wird es schwinden und für immer erlöschen. Wenn was entzweit bleibt? Hä? Das Licht oder was? Das Schicksal des Schimmelwalds wird ganz Niven ereilen. Du musst Stärke beweisen, Geist. Trotz des voranschreitenden Verfalls lässt du uns wieder hoffen. Ziehe aus, um die Irrlichter zu finden. Okay. Mach ich. Augen des Waldes. Deine maximale Kapazität hat sich erhöht. Schimmelfest. Besiege Mora. Mora hieß die Spinne. Cool. Quest abgeschlossen. Drücke X, um mit Mora zu sprechen. Die Kleinen haben das Tor über den Tiefen versiegelt. Das ist gut. Gut ist auch, dass sie dich aussandten, damit du das Licht zurückholst, das ich einst stahl, als ich mir mein Geist widersetzte. Das Licht gehört dahin, wo es am hellsten strahlen kann. Überlass diese Schatten dem Schimmel und den Spinnen. Okay. Boah, geiler Boss. Ist halt jetzt die Frage, ist jetzt hier alles, brauchen wir jetzt unsere Blitzfähigkeit noch? Wahrscheinlich, oder? Oder ist es jetzt hier hell? Sehen wir ja jetzt. Wir verlassen Mora mal. Drücke X, um was? Drücke X, um mit den Spinnenwesen zu sprechen. Ha, die Dunkelheit hat uns umgeben. Wir erinnern uns an nichts anderes. Es gab immer nur die Dunkelheit und Mutter. Die Helligkeit macht uns ein wenig Angst. Hattest du auch Angst vor unserer Dunkelheit? Ja, klar. Ja gut, ich will jetzt hier nicht mit jedem Spinnenboy quatschen. Aber es scheint tatsächlich, als sei jetzt hier überall Licht, ne? So scheint es. Das heißt, wir können... Ziel, begib dich in die Ruinen unter der Windwüste. Ja, wir müssen noch das vierte Irrlicht in der Windwüste holen. Also das hat so ein bisschen, sage ich mal, Verwirrung gestiftet. Diese Quest, dass man hier erstmal nur drei brauchte. Aber es ist tatsächlich so, die Hauptquest geht jetzt weiter, indem wir in die Wüste müssen. Oh, da gibt es auch noch einige. Geistersplitter, Energiezellen, Lebenszellen. Das vierte Irrlicht. Wir sehen ja jetzt auch hier in der Mitte des Baumes, von dieser schönen Grafik, vier Irrlichter. Hier, Irrlicht, 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 Irrlicht. Und das in der Mitte fehlt halt noch, ne? Das Herz sozusagen. Das gönnen wir uns jetzt als nächstes. Das wird die nächste Storyline. Das heißt, was wir jetzt noch machen, ich werde jetzt offscreen noch hier unten die Energiezellen holen. Hier die Erweiterung der Splitterplatzverbesserung. Wahrscheinlich ist das ja ein Kampfschrein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn wir vor der Windwüste starten, um das nächste Irrlicht zu finden. Geil, Leute. Also es schreitet sehr stark jetzt voran. Wir machen sehr, sehr guten Fortschritt. Bis gleich.